Schöne. Männer. Hans. Einfacher. Im Leben. Haben schöne Männer wirklich einfacher im Leben? Wenn jemand die Frage beantworten kann, dann sie, der amtierende Meister Schweiz und seine Vorgänger. In der Villa von der Raquel und dem Jürg Marquardt in Herliberg haben sich die Schönsten vom Land versammelt. Ich glaube, das Aussehen wirkt sicher positiv im Allgemeinen. Ich glaube, da gibt es viele auch Studien und so weiter, die das zeigen. Der Vorteil von mir ist sicher auch meine Größe mit 1,92. Ja, hat man sehr viel Vorteile. Im Ausgang sieht man alles und auch mit Arbeiten. Ich bin Zimmermann. Das ist aber gesehen. Ja, man hat immer einen Vorteil gehabt mit diesen Grössen und das war schon einfacher gewesen. Und ja, im Ausgang ist natürlich auch, da man als Teenager so ein Ausgang ist, ist es sicher immer besser gewesen, wenn man da ein bisschen grösser war und ich sage jetzt nicht gerade leid ausgesehen hat. Ja. Also rein aus meiner Erfahrung her, habe ich einfach gemerkt, dass man in gewissen Berufsgattungen und so weiter halt natürlich eine gewisse Bevorzugung hat. Ja, nehmen wir das Beispiel, man macht Werbung für eine Kosmetikmarke. Ich kann nicht einen Aussendienstmitarbeiter schicken, der Akne hat für meine Kosmetiklinie. Das ist nicht glaubwürdig, ist einfach so. Aber jede Medaille hat auch seine Kehrseite. Die Erfahrung haben auch unsere Mister Schweiz gemacht. Wer schön ist und sich auch noch exponiert, der hat nicht nur Freunde. Ja, also ich habe schon einige Mal angehören, dass ich irgendwie das Arroganz sage. Weil ich zum Teil irgendwelche Blick getroffen habe, so ernste. Und die mache ich meistens, wenn ich irgendwie zum Studieren bin. Dann schaue ich wirklich so ernst in der Gegend rum. Und ich denke wegen dem vor allem auch. Ja. Dass Schönheit vergänglich ist, das sind sich aber auch unsere Meister bewusst. Im Alter kommt man nicht schöner, vielleicht interessanter, aber nicht schöner. Und darum lege ich mehr Wert auf, dass ich interessant bleibe und dort viel mehr Zeit investiere als in Schönheit. Momentan müssen sie sich darüber keine Sorgen machen. Interessant sind sie für die Frauenwelt sowieso.